Leute! Falls ihr euch fragt, warum ich hier in diesem zugegebenermaßen nicht gänzlich alltagstauglichen Outfit stehe, dann... kann ich euch nur sagen, obwohl ich diese Klamotten ungemein sexy finde. Dient dieser Anzug doch nur einem einzigen Zweck. Uns alle vor dem sicheren Tod zu bewahren. Okay, zugegebenermaßen, ihr dürftet jetzt immer noch keinen Plan haben, warum ich hier so schick bin. Deswegen an dieser Stelle für euch, Leute, ein kleines Rätsel. Was ist dunkel, laut, unheimlich und bringt den Autofokus deiner Kamera total zum Ausrasten? Richtig, das fetteste Kinoereignis des Jahres. Secret Cinema. Die Deutschlandpremiere der geheimen Kinotreffen, die in England schon lange Kult sind, startete am S-Bahn-Bogen direkt am Berliner Weihnachtsmarkt am Alexa Center. Kurze Zeit später wurde es spannend, als sich alle wartenden Besucher in die vorschriftsmäßige Sicherheitskleidung, aka Maleranzug, ABC-Schutzanzug, zwängten. Nach einem kurzen Check-up, ob auch wirklich jeder seinen Anzug und seine ID bekommen hat und auch trägt, ging es abwärts, hinein ins Dunkle, ins Ungewisse, hinein ins Abenteuer Secret Cinema. Okay, zugegeben, bevor das Abenteuer richtig starten konnte, galt es noch einmal, sich richtig schön anschreien zu lassen für all diejenigen, die ihre Taschenlampen noch nicht am Mann hatten. Jetzt aber los, durch die Quarantäneschleuse wieder ab ins Dunkle. Secret Cinema saugt seine Zuschauer förmlich in den Film hinein, der bis zu dieser Stelle auch immer noch geheim war. Auf dem Weg durch die dunklen Gänge gab es also viel zu sehen. Die Atmosphäre war nicht zuletzt durch die geniale, geheimnisvolle Location im Berliner Untergrund faszinierend. Auch der andauernde, unheimliche Sound. Der teils strapaziöse Weg durch enge Treppenhäuser oder niedrige Gänge. Sowie natürlich die unzähligen, überall verteilten Schauspieler machten das beklemmende Erlebnis absolut perfekt. Lasst euch einfach durch ein paar Aufnahmen von mir ins Geschehen hineinziehen. Vielleicht kommt ihr ja auch drauf, welcher Film uns da vom Secret Cinema Team dank dem Sponsor Windows Phone, der das ganze Event nach Deutschland gebracht hat, gezeigt wird. Nach dem interaktiven Teil nahmen alle Gäste im extra aufgebauten Kinosaal Platz, um sich den Film Alien, den Schocker-Klassiker von 1979, anzusehen. Wir waren bereit für das Grauen, den Tod aus dem All. What the fuck? Einige Lacher vorenthalten. Nach der Vorstellung ging dann alles ganz schnell. Abbauen, an die Bar,
Aftershow-Party. Ich hatte da Gelegenheit, mit unglaublich coolen Leuten zu quatschen. Ich konnte sogar mit den Schauspielern schnacken und bedanke mich an dieser Stelle nochmal für diesen unglaublich coolen Abend. Secret Cinema, also meine absolut uneingeschränkte Empfehlung von mir für euch. Oh, in diesem Licht sehe ich so gut aus. Ich schüttel mein Haar. Yeah. Am Ende des Videos nochmal eine Homepage, auf der ihr noch ein paar Infos zu Secret Cinema kriegt. Deswegen, ich hoffe, man sieht sich da mal. Also ich würde mich tierisch freuen. Ich wäre total geil, wenn wir uns da irgendwie mal treffen würden. Das nächste Secret Cinema kommt bestimmt. Wann und so? Ist halt Secret, ne? Meine Frage an euch zum Schluss nochmal. Welchen Film würdet ihr euch für eine Secret Cinema Vorstellung wünschen? Was wäre der Film, den ihr euch... Was? Porn? Ach, ja. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall wieder Spaß. Macht's gut. Reingehauen.